Heute kann ich wirklich einen Haken in meinen Kalender eintragen, weil wir haben schon 10:15 Uhr und ich werde jetzt nur noch meine Serie fertig gucken. Orange is the New Black. Und dann werde ich ins Bett gehen. Naja, ich muss mich natürlich noch abschminken, weil ich vorbildlich bin, ne? Aber. Moment, scharf stellen. Jetzt. Aber, ja. Ich bin echt erstaunt eigentlich, weil es die letzten Tage nicht geklappt hat. Jetzt klappt schon. Und ich habe jetzt nochmal eine andere Toneinstellung ausprobiert. Es kann auch sein, dass ich mal das Mikrofon zuhalte. Mal schauen, ob das jetzt so besser ist. Aber ich habe es nicht so drauf mit dem Ton. Aber naja. Morgen ist Freitag, wollte ich nur mal sagen. Freitag heißt, die Woche ist vorbei. Und ich muss nicht mehr jeden Tag ewig lange arbeiten. Und ich habe Geld verdient. Und wir haben Wochenende. Yay, 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 yay. So, ich bin fertig mit der Arbeit für heute. Fertig für diese Woche. Oh yeah. Und ich wollte mich nur melden und sagen, dass ich bis heute eigentlich ganz gut durchgehalten habe. Bloß, weil ich jetzt der Meinung bin, dass ich mein Gesicht nicht bearbeiten muss, habe ich jetzt hier so am Hals. Weil da habe ich so komische kleine Pickelchen, die auch, wo von denen ich nicht weiß, woher sie kommen. Jetzt habe ich da auch einen irgendwie, ich weiß nicht, ob man sieht, da ist so ein roter Fleck. Naja, alles nicht so schlimm. Ich finde, das zählt auch in die Kategorie Haken. Also, wenn es dabei bleibt, mache ich noch einen Haken. Ich wollte fragen, ob euch eigentlich nur so Videos zum Thema Skinpicking und meinem Experiment interessieren oder ob ihr auch mal so Sachen über mich erfahren wollt. Also, keine Ahnung, es gibt ja auf YouTube diese ganzen Tags, also diesen 50 Facts About Me Tag oder irgend so ein Tag. Darauf hätte ich eigentlich auch mal Lust, wenn euch das interessiert, natürlich nur, weil wenn ich das für umsonst machen, mache ich das natürlich nicht. Aber wenn ihr Lust habt, dann gebt mir bitte eine Rückmeldung, weil dann mache ich das. Ich sehe aus, als hätte ich keine Haare. Und ich bin ein Trendsetter. Ich bin so müde, es ist schon so spät. Und ich habe es durchgehalten, bis auf die zwei Stellen hier und hier. Und das ist wirklich nicht schlimm. Also wirklich nicht. Das hätte vielleicht sogar jemand gemacht. Nein. Aber es ist wirklich nicht schlimm. Und ich würde sagen, heute bin ich so gnädig, weil Freitag ist. Heute ist Freitag. Und mache einen Haken in meinen Kalender. Das heißt, ich habe heute schon den zweiten Haken und ich freue mich. Und hey, es ist echt ein gutes Gefühl irgendwie. Sehen und staunen hier. Heute ist der 10., besser gesagt, fast heute. Ich glaube, es ist schon morgen, also eigentlich ist schon der 11. Aber am 10. haben wir einen Haken und ich freue mich. Nein, was heißt das? Nein, ich freue mich jetzt nicht. Ich bin einfach nur zufrieden, sagen wir es so. Ich bin gerade wieder hängen geblieben vom Spiegel. Und zwar hier. Vielleicht sieht man es. Also es war jetzt nicht so schlimm wie an manch anderen Tagen. Aber ich denke, ich werde ein Kreuz machen heute auch, weil ich gestern eben so ein bisschen halt trotzdem einen Haken gemacht habe. Also muss ich heute wieder ein Kreuz machen. Und ich gehe jetzt baden an die Iller, weil es ist wieder warm. Und der Fluss ist irgendwie das Einzige, was kühl ist. Weil Seen sind einfach auch warm. I thought you'd leave me behind. Well, I was feeling so upset. I thought the sun never shine. Then I found forever. We've been best friends forever, darling. That's what's up. Ich muss ein Kreuz machen heute. Wie ihr seht, bin ich wieder hängen geblieben. Kurz vorm Duschen. Keine Ahnung wieso. Ich glaube, einfach weil ich vorhin schon gesagt habe, dass ich ein Kreuz wohl machen muss heute. Also nein, ich habe mir das nicht gedacht. Hat sich mein Gehirn gedacht, dass ich heute wohl nicht mehr. Dass ich heute wohl nicht mehr durchhalten muss, weil ich es eh schon verkackt habe heute.
Nein, ich habe mir das nicht gedacht. Das hat sich mein Unterbewusstsein, mein Bewusstsein, was auch immer. Das regt mich jetzt auf. Ihr seht das ja hier. Mein Gesicht sieht nicht schön aus. Dann habe ich jetzt ungefähr 10 Minuten lang alles durchsucht nach diesem Rose-Teebaumöl, weil ich habe gestern aus der Arbeit ein neues mitgenommen. Aber ich finde es einfach nicht mehr. Ich habe das gestern schon benutzt und gestern hätte ich es eigentlich nicht gebraucht. Und heute, jetzt gerade, wo ich es bräuchte, finde ich es nicht. Und jetzt habe ich die alte Flasche genommen und da dieses Tropfdingsbums da weggemacht, damit ich im Wattestäbchen einfach da reinkomme und die Reste irgendwie rausholen kann. Hat mir das jetzt ins Gesicht geschmiert. Und jetzt rieche ich überall, das riecht so stark nach Rose-Teebaum. Mann, ich reg mich gerade so über mich selber auf. Wieso? Ich weiß doch, dass ich das durchhalten will. Und jetzt? Ich muss das jetzt irgendwie suchen. Ich muss das finden. Das finde ich nicht mehr. Wo ist es? Also ich reg mich nicht deswegen auf, sondern über mich, weil ich es nicht durchgehalten habe. Aber schaut, wie schlimm ich aussehe. Ja. Ich schneide jetzt das Video und morgen wird's besser. Morgen klappt's. Morgen halte ich's durch. Bestimmt. Ich habe mir gerade das Video angeschaut und ich sehe einfach so schlimm aus. Ich sehe so heute so hässlich, ey. Es sieht so schlimm aus einfach und so. Wieso mache ich das? Wieso mache ich mich selber so hässlich? Ich verstehe es einfach nicht. Wenn jemand, ich denke mir immer wieder, ich habe immer wieder eigentlich Angst, dass jemand, der mich kennt, das Video sieht. Irgendwie. Oder eins meiner Videos. Das wäre echt scheiße. Eigentlich ja, wenn ich es öffentlich stelle, dann kann es ja eigentlich jeder sehen. Naja. Wie gesagt, morgen schaffe ich es. Bestimmt, ganz bestimmt. Ja, mit einem Lächeln aufhören.